Ich weiß, ich habe in der Hose, also die Innenseite an dieser Tasche, habe ich mir die Adresse von meinen Eltern draufgeschrieben. Der Augenblick, wo es. Nach all dem dann deine Eltern siehst, zum ersten Mal, und vergisst nie wieder. Wir sind am nächsten Tag nach Dreiskirchen, haben dort Asyl beantragt und jetzt bin ich da. Grüß Gott. Grüß Gott. Da, grüße. Sind Sie der Makler, mit dem ich gerade vorhin telefoniert habe? Richtig. Freund und Helfer, sehr schön. Die Wohnung wird Ihnen gefallen, für so ein hübsches Paar gerade das Richtige. Das hat aber schon lange keiner mehr gesagt, dass ich hübsch bin. Sie müssen halt sofort zuschlagen, nicht? Lustig. Das Gleiche haben wir uns auch gerade gedacht. Was? Lupo Boskovic, Sie sind vorläufig festgenommen. Was? Na, wieso? Hast du den Falschen? Ich bin es nicht. Geben Sie mir das einmal. Wir haben zwei von Ihnen Geschädigte auf der Wache sitzen, die behaupten genau das Gegenteil. Nein, nein, hören Sie mal zu, diese Leute verwechseln mich. Ja, sicher. Ich bin unschuldig! Ich hab nichts gemacht! Ich bin ein Opfer! Hilfe! Polizeigewalt! Hilfe! Hilfe! Sind wir jetzt fertig? Hilfe! Wir würden nämlich gern gehen. Schlüssel bitte. Wenn ich nach meiner Kundschaft urteilen müsste, würde ich schon sagen, dass da sehr viele Trottelnummern rumhupfen. Okay, sein. Aber die hören sich wenigstens nicht an, wie wenn sie mit dem ICE von Hannover hergekommen sind. Sobald was nicht oberösterreichisch klingt, ist schon Hochdeutscher. Sag ich dir was, fahr mal mit einem Wiener Akzent nach Deutschland und unterhalte dich dort mit den Leuten. Bist du einiges attraktiver wie der Piefke in Wien. Das war jetzt nichts Persönliches. Du hast mich gefragt und ich wollte ehrlich sein. Pfui, du Fürst. Ja, gut. Dann habe ich doch noch was weitergebracht heute bei dem Drama. Kannst du ihm da hinten sagen, er soll woanders hinschauen, bitte, weil da macht mir Angst. Es wundert mich gar nicht, dass er sich so anschaut. Ich meine, haben sie ihn um 3000 Euro erleichtert. Die haben mich dazu gezwungen. Okay. Wer denn? Die böse Wohnzimmermafia? Ja, ich habe das jetzt überprüft. 9 Fälle in den letzten 2 Wochen. Das bin nicht ich. Aha, ein Zwillingsbruder. Was war's hier, Doppelgänger? Der dahinter was Gefährliches vor, Sie müssen mich beschützen. Vor was? Vor dem bösen Blick? Ich will einen Polizeischutz. Natürlich. Aber erst nehmen wir mal die Fingerabdrücke, gell? Dann will ich einen Anwalt. Beeindruckende Bewerbungsmappe, das muss ich schon sagen. Eigentlich handelt es sich um eine verbesserte Methode zur Prognostizierung der Wertentwicklung innerhalb eines Jahres. Hört sich spannend an. Wo haben Sie bisher gearbeitet? Selbstständig. Und jetzt wollen Sie für uns arbeiten? Außerdem finde ich den Karrierewechsel etwas unkonventionell. Das mit einberechnen, da bis jetzt. Ich habe die neue Methode direkt mit der derzeit verwendeten verglichen und sie ist an Genauigkeit und Effektivität der euren kleinen Vorteil. Gut, also ich gebe Ihnen eine Chance, okay? Morgen Punkt 8 Uhr, keine Minute später. So, Herr Boskovic, wenn jetzt kleiner von der Kripo kommt, dann wird es für Sie wirklich ungemütlich. Wenn Sie allerdings geständig sind und den Herrschaften ihr Geld wieder zurückgeben, dann könnte sich das positiv auf Ihre Situation auswirken. Und die Situation ist im Moment echt beschissen. Warum? Das ist ja mein Geld, das gehört ja mir. Das habe ja ich verdient. Wissen Sie was? Die Leute wissen nicht, wo sie heute Nacht schlafen sollen. Nur weil Sie um ihr ganzes Geld betrogen Das ist haben. Ja nicht mein Problem. Wie viel Geld war in der Tasche? 12.000. Gut. Dann machen wir das jetzt so. 3.000 für ihn. 3.000 für Sie. Macht 6.000 Schadenssumme. Und genau so schreiben wir es ins Protokoll, oder? Ja, das können Sie nicht machen, das ist illegal. Das ist kriminell. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie mich ein einziges Mal anlügen, ja, kommen Sie in Untersuchungshaft. Ich war das nicht. Natürlich. Und ich will Verbrechen melden, bitte. Die Zauder haben gerade die Hälfte von meinem Geld gestohlen. Sonst noch Wünsche. Irma,